Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute werden wir mal einen kleinen Test machen, denn wir testen hier so ein paar Currywurstsoßen. Denn nicht jeder hat immer die Zeit, sich die Currywurstsoße selber zu kochen. Es muss auch mal schnell gehen, das heißt, die Wurst in eine Pfanne oder schnell auf den Grill, dann eine Soße dazu und das Ganze ist dann fertig. Da gucken wir, was gibt der Markt her, wie schmeckt das, taugen davon welche gar nichts, sind manche sogar richtig gut. Das passiert heute. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, steht natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und jetzt fangen wir an. Bevor wir dann jetzt damit starten, wie schmeckt so eine Soße warm, kalt, mit Wurst, ohne Wurst, muss ich von vornherein natürlich gleich sagen, diese ganzen Soßen, die hier stehen, sind von mir selber gekauft. Da ist mir keine hier hingestellt worden oder sonstiges. Bevor es dann wieder unnötige Diskussionen unterm Video gibt, wollte ich das nur gleich am Anfang mal gesagt haben. So, und jetzt gucken wir uns aber die Soßen an, die ich mir hier für diesen Test besorgt habe. Da fange ich mit der Currywurstsoße von Delicato an. Ich denke mal, Delicato, der Name sagt jedem was. Das ist die Eigenmarke von Aldi. Wir haben jetzt hier Aldi Nord, da gibt es die zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, da das ein Standardartikel ist, wird es den bei Aldi Süd auch geben. Dann steht hier noch ganz groß drauf, schmeckt warm und kalt. Das testen wir gleich. Und hier die Inhaltsstoffe, die drin sind, die schauen wir uns auch gleich noch an. Die nächste Soße im Bunde wäre dann die von Maggi. Auch diese hier soll warm und kalt schmecken, aber wie ich ja eben schon gesagt habe, das kommt alles später. Auch die Inhaltsstoffe, deswegen jetzt reißen wir erstmal nur die Namen an, was habe ich hier und dann geht's rund. Die nächste wäre dann die Currysoße von Hela. Dann habe ich hier von Devilay die Currysoße, die meisten werden sie kennen von großen M. Das ist diese Currysoße, die man zu den Chicken Nuggets bekommt, aber auch die soll gut für eine Currywurst sein. Weiter geht's mit dem Curry-Ketchup von den Star-Tankstellen bzw. von diesen Star-Cafés. Die ist jetzt recht neu auf dem Markt und da habe ich mir gedacht, weil viele haben die beworben und beschworen, dass die richtig lecker sein sollen, da habe ich mir gedacht, die musste mit in den Test aufnehmen, um zu gucken, ist das auch so. Hier steht nicht großartig weiter drauf, ob warm oder kalt genießbar, also von daher, das machen wir sowieso, aber auch die ist mit im Bunde. Von Stokes der Curry-Ketchup ist auch dabei. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die Currywurstsoße bzw. hier heißt der Gewürzketchup von VW. Das ist die Soße, die es in jeder Kantine bei VW gibt, wo es dann auch die Original VW Currywurst mit dazu gibt. Ich denke mal, von euch werden auch teilweise schon welche in der Autostadt gewesen sein, mal ein Auto geholt haben oder auch nur so da gewesen sein. Auch da gibt es dann diese Soße und ich finde, die sollte auch mit in diesen Test. Das waren dann unsere 7 Soßen, die wir heute testen werden. Die bekommt ihr eigentlich so ganz normal fast in jedem Supermarkt. Selbst den VW-Ketchup bekommt ihr bei Edeka, denn der ist da gelistet. Haben die den jetzt nicht im Sortiment, kann man nachfragen. Die können den besorgen, habe ich mir hier sagen lassen, weil hier bei uns im Edeka gibt es den. Liegt wahrscheinlich daran, weil hier in dieser Region viel VW vertreten ist und deswegen kann man den dann wahrscheinlich hier bei Edeka schon so kaufen. Das Einzige, wo ich vielleicht so ein Problem sehe, ist, weil die sind mehr in Norddeutschland vertreten, diese Star-Tankstellen. Die gibt es auch nur an den Tankstellen. Ich bin auch hier an 4 Tankstellen gewesen, bis ich ihn endlich hatte. Also von daher müsst ihr da mal gucken, wo ihr die bekommt. Bei den Soßen gucken wir uns da jetzt die Zutaten erst einmal an. Da fangen wir hier mit der von Aldi an. Da haben wir einmal drin Tomatenmark, einfach konzentriert, 31%. Wasser ist drin, Glucose, Fructose-Sirup, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Curry 1,9%, Speisesalz, Zwiebeln, Gewürze. Was das jetzt im Detail ist, steht hier leider nicht bei. Dann haben wir Karamellsirup und natürlich noch der Hinweis, nach Anbruch bitte im Kühlschrank aufbewahren. Bei der von Maggi wäre dann drin 68% Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, 2,4% Curry. Dann steht in Klammern drunter Koriander, Kurkuma, das ist denke ich mal so eine Mischung, Senfkörner, Sellerie ist drin, Chili, Boxhornklee, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, Paprika, Liebstöckel, Ingwer, Zwiebeln, Lorbeer, Dill, Knoblauch. Also hier ist schon mal aufgeführt, was wenigstens an Gewürzen drin ist. Dann haben wir noch einmal modifizierte Stärke, Gewürze. Das ist natürlich dann wiederum, was sind das für Gewürze? Paprika-Extrakt, Jodsalz, Salz, was steht da noch unter? Kalium, Jodid, also Jodsalz, ja klar. Und Verdickungsmittel Xanthan. So, dann kommen wir zu der von Hela. Da steht schon mal bei, vielseitig einsetzbar, einmal als Soße oder Ketchup für Currywurst, Geflügel und Pommes. Dann haben wir noch den Hinweis, es ist glutenfrei, laktosefrei, ohne Konservierungsstoffe und vegan. Und die Zutaten sehen dann aus,
Tomatenmark, Trinkwasser, Zucker, Apfelpüree, Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Curry, 1,5% davon. Dann haben wir nochmal Kochsalz, Verdickungsmittel, Guarkernmehl und Johannesbrotkernmehl. In der Currysoße von Devilay haben wir dann einmal die Hinweise für Chicken Nuggets, Gemüsespieße, selbst als Grillmarinade soll die taugen. Das werden wir mal testen. Kartoffelwedges kann man nehmen, dann steht noch bei ohne Zusatz von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärker. Und die Zutaten sehen dann aus: Flüssigzucker, Apfelmus, Apfelzucker, also in Klammern gesetzt, Tomatenmark, Branntweinessig, Senfsaat, Salz, Curry, Rapsöl, Verdickungsmittel, Xanthan, Chilis, Kurkuma, Gewürzextrakt und so weiter und so fort. Also wenn man sich so die Soßen jetzt mal so schon vom ersten Vergleich hier anguckt, das ähnelt sich doch alles sehr. In dem Curry-Ketchup von Stokes befinden sich dann folgende Zutaten. Da haben wir einmal Tomaten, da ist dann so ein Sternchen hinter. Das ist hier unten erläutert, da steht dann 138 Gramm Tomaten befinden sich in 100 Gramm Ketchup. So, dann ist drin Zucker, Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Currypulver 1%. In Klammern dahinter ist dann gesetzt Koriander, Senf, Kurkuma, Boxhornklee, Paprika, Salz, Ingwer, Knoblauch, Kreuzkümmel, grüner Kardamom, Zwiebeln, schwarzer Pfeffer, Nelken, Meersalz, Säure, Regulator, Zitronensäure, Gewürze, färbendes Lebensmittel, was auch immer das ist, Kurkuma-Extrakt, natürliche Aromen, Selleriesalz, Salzsellerie. Ich habe mir das dann jetzt nochmal genau angeguckt, weil über Kopflesen ist immer ein bisschen blöd. Mit diesem färbenden Lebensmittel, da ist halt dieses Kurkuma-Extrakt mit gemeint. Im VW-Ketchup wäre dann einmal Tomatenmark, 37% davon. Dann haben wir Wasser, Zucker, Glucose, Fructose-Sirup, Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Salz, Gewürze mit Senf, natürliche Aromen mit Sellerie und Gewürzextrakt. Und zum Schluss haben wir dann die von den Star-Tankstellen. Da ist drin Wasser, Zucker, Tomatenmark, zweifach konzentriert, 23% sind das. Maisstärke, Branntweinessig, Salz, Currygewürzmischung, Curry 1,3%, Chili, schwarzer Pfeffer, Paprika, Rosenscharf, Kurkuma. Dann ist noch drin Zitronensaftkonzentrat, Aroma enthält Senf. Was genau das ist, das weiß wahrscheinlich wiederum nur der Hersteller. Aber somit wissen wir jetzt schon mal, was ist grob in den Soßen drin. Und wie man dann auf den Etiketten sehen konnte, die Zutaten, die ähneln sich doch ja, teilweise sehr, sehr stark. Aber ich denke mal, bei manchen steht auch nur Gewürze drauf. Da weißt du wiederum nicht, was für Gewürze sind damit gemeint. Ich denke mal, die werden dann geschmacklich auch auseinandergehen. Aber vielleicht haben wir auch hier welche bei, wo wir sagen, oh Gott, die schmeckt komplett genauso wie die eine. Aber zum Geschmack kommen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal die Konsistenz und die Farbe der Soßen an. Ich habe da mal von jeder Soße so 2 Esslöffel in so ein Glas hier gemacht. Und wenn man so im ersten drüber wegguckt, sieht man schon die Farbunterschiede. Das war da hier zum Beispiel, da ist viel, viel Curry drin. Das sieht man schon von vornherein. Dann sieht man auch, manche sind so püreeartig, manche wieder ein bisschen feiner. Aber es hilft nichts. Wir fangen jetzt hier drüben mal mit der von Aldi an. Also da sieht man schon von der Konsistenz her, ist die schon so ein bisschen fester. Mehr so wie ja, Püree, sage ich jetzt mal. Dann von der Farbe, man sieht es auch gleich hier auf dem Löffel, da ist also richtig Curry drin. Ja, und so vom Verrühren her, ja, fühlt sich gut an, vom Geruch. Ja, man riecht halt, es ist Curry drin und du riechst halt immer dieses Säuerliche von dem Essig. Dann kommen wir zu der von Maggi, da sieht man schon, die läuft jetzt nicht so wie die von Aldi. Die ist ein bisschen fester, weil hier könnt ihr sehen, wenn ich die so ein bisschen drehe, die ist schon etwas flüssiger. Dann Konsistenz mit dem Löffel, ja, die ist auch sehr, sehr fest. Vom Geruch her dasselbe wie eben, man riecht halt Curry und die ganzen Gewürze und halt wieder dieses Säuerliche vom Essig. Und von der Farbe her ist das so ein schönes ja, Rot und man sieht auch am Löffel, da ist nicht so viel Curry drin, wo ich jetzt sage, dass man das extrem sieht. Dann kommen wir zu der von Hela, auch die ist etwas fester, farblich auch okay, man sieht, dass da halt auch wieder Curry drin ist. Und vom Geruch her, ja, haben wir dasselbe, obwohl hier das riecht irgendwie ein bisschen anders. Also da ist irgendwas drin, was vorsticht. Der Essig kommt dann nur ganz leicht. Dann kommen wir zur Devilay und da sieht man schon farblich, da ist extrem Curry drin. Also die ist sehr, sehr currylastig, das sieht man schon an der Farbe. Dann Konsistenz, die ist auch genauso flüssig wie anfangs die von Aldi. Und vom Geruch her, ja, die riecht nicht so sauer wie die anderen, etwas fruchtiger. Ja, und man riecht halt extrem dieses Curry-lastige. Dann kommen wir zu der von Star. Auch hier die Konsistenz ist etwas fester, auch so püreeartig.
Dann die Farbe, auch ein schönes dunkles Rot. Das Currylastige sieht man am Löffel auch so ein bisschen. Dann vom Geruch. Ja, man riecht so das Tomatige. Aber diese Essiglast, die ist halt nicht so vorhanden wie bei den ersten. Ja, geschmacklich sehen wir ja wiederum gleich. Dann die Stokes. Auch hier sehen wir eine schöne rote Farbe. Das ist auch mehr so ein Püree, auch fester Curry. Sehen wir am Löffel auch ganz leicht. Und vom Geruch her, ja, riecht man auch die ganzen Gewürze. Und so eine leicht säuerliche Note, die nimmt man auch wahr. Aber auch die Tomate ist hier mehr im Vordergrund. Und zum Schluss haben wir dann die VW. Auch hier ist die Konsistenz eher ein bisschen fester. Ihr seht das, püreeartig. Man sieht auch, Curry ist drin, von der Farbe her. Dann der Geruch. Ja, der ist hier eher so fruchtig. Man merkt die Gewürze, dann so eine fruchtige Note. Man hat hier nicht dieses Essiglastige. Ich weiß nicht, ob einer von mir schon mal die Currywurstsoße mit der Cola und dem Apfelmus nachgekocht hat. Und wenn ihr dann anfangs die Cola einkocht. Dieser Geruch, so müsst ihr euch das vorstellen, so riecht die gerade. Ja, aber jetzt hilft es nichts. Ich werde sie alle erwärmen in der Mikro und dann gucken wir mal, wie sie sich verhalten, wenn sie warm gemacht wurden. Und eigentlich war es ja jetzt der Plan, die Soßen zu nehmen, zu erwärmen, um zu gucken, wie ist dann die Konsistenz. Aber da kam mir meine Frau in die Quere, hat gesagt, probier doch erstmal kalt, bevor du sie warm machst. Dann kannst du wenigstens genau sagen, wie sie im kalten Zustand schmeckt. Dann können wir erwärmen, können gucken, wie ist die Konsistenz und gleich probieren. Und ich muss sagen, sie hat recht. Also nehmen wir jetzt erstmal hier die von Aldi, gucken, wie die kalt schmeckt, ob die überhaupt schmeckt oder was auch immer. Also deswegen Löffel. Mache auch immer nur so ein kleines bisschen drauf. Ja, schmeckt tomatig. Dann kommt aber auch diese Säure, die ich anfangs angesprochen habe, von dem Essig. Also die schmeckt man gut. Ja, und dann kommen die ganzen Gewürze. Irgendwas sticht auch hier vor. Will nochmal probieren. Ja, das ist halt diese Currymischung, also die sticht dann gut vor, also ja, geschmacklich, ja, kann man essen, also ich finde sie jetzt nicht schlecht, sogar noch sehr lecker. Ja, also geschmacklich wirklich gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so geschmacklich abgeht. Also weil wir haben hier wirklich, jetzt kommt auch hinten eine Schärfe, also wir haben hier alles. Wir haben hier eine Süße, wir haben eine Schärfe, wir haben diesen sauren Part. Von der Konsistenz her, das ist halt, man hat hier so kleine Stückchen. Ob das jetzt die Kräuter sind, die Zwiebeln, was weiß ich. Doch, ist Zwiebel. Ja, die hat man auch noch drin, das heißt, man hat auch so ein angenehmes Mundgefühl. Jetzt nicht nur was Flüssiges, sondern auch eine leichte Konsistenz. Also die ist schon mal, also von Aldi die. Ich bin gespannt, wie die warm schmeckt. Und zwischen den Probeläufen natürlich einen Schluck Wasser zum Neutralisieren, sonst schmecken wir ja immer noch die andere Soße. Ja, dann nehmen wir die von Maggi. Auch hier sehe ich schon, da sind so Stückchen drin. Ich denke mal, die wird man dann auch rausschmecken. Ja, ist auch Zwiebel und so. Okay, die ist jetzt ein bisschen säuerlicher als die davor. Jetzt nicht widerlich, aber ich denke mal, wenn man davon dann zu viel isst, dann kommt man dann wahrscheinlich zu dem Punkt, wo man sagt, oh, ich kann die Soße nicht mehr sehen. Aber auch hier. Von den Gewürzen sticht auch hier wieder diese Gewürzmischung, die drin ist, vor. Was jetzt im Einzelnen genau da so extrem vorsticht, ist immer schwierig zu sagen. Aber auch die ist geschmacklich okay. Ich bin gespannt, wie die alle warm schmecken, weil da kann sich das Ganze ja nochmal verändern. Auch hier haben wir eine Schärfe, auch die merkst du gleich. Jetzt nicht so, dass ich sage, ich komme ins Schwitzen, aber es ist schon eine gute Schärfe da. Ich denke mal, da muss man kaum mit Curry hinterher nachwürzen, weil dann könnte es ins Extreme gehen. Aber auch hier geschmacklich, mega. Dann kommen wir zur Hela. Boah. Also da habe ich mir jetzt wirklich mehr von versprochen. Also hier. Schmeckst du erstmal nur sauer? Dann irgendwelche Gewürze, aber das ist jetzt nicht so wie bei den Vorgängern, wo ich sage, du schmeckst halt, dass es für eine Currywurst sein sollte. Weil hier steht ja auch noch explizit drauf, Currywurstsoße, leicht pikant.
Aber man muss auch fairerweise sagen, steht jetzt nicht drauf, kalt genießbar. Vielleicht ändert sich das und im Warmen wird das nochmal besser. Aber so jetzt hier. Also ne. Also da muss ich sagen. Hier Frau, probier du auch mal. Das ist ja schon mal nicht so mein Fall. Schmeckt irgendwie komisch. Ja, ich weiß nicht, du kannst es nicht orten. Ja, drum sei es. Vielleicht ist sie wärmer oder erwärmt, schmeckt sie besser, weil es steht jetzt nicht drauf. Man kann sie kalt genießen, dann natürlich wieder neutralisieren. So, dann haben wir hier die Devil Lay, die ja auch fast jeder dann, oder es soll ja die sein, die es bei McDonald's auch zu den Chicken Nuggets gibt. Ob das jetzt genau die gleiche ist, weiß ich nicht, kann ich mir vielleicht nicht vorstellen, aber viele sagen es. Und auch hier machen wir jetzt mal einen Test. Ja, die ist ganz gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die so schmeckt wie beim großen M. Was natürlich gleich kommt, ist die Schärfe. Also die ist rottenscharf, muss ich gleich sagen. Also ob das jetzt kindertauglich ist, setze ich mal in Klammern. Also wenn da Leute sind, die Kinder haben, die so ein bisschen, oh, die ist echt scharf, Junge, Junge. Aber auch so vom Geschmack her schön fruchtig. Aber ob ich mir die jetzt so auf einer Currywurst vorstelle. Aber geschmacklich geil, kann man echt nicht anders sagen. Die ist auch süß, hat diesen sauren, leichten Kick. Dann eine gesunde Schärfe, also ein bisschen mehr als gesund. Ich denke mal, die Kinder, die werden dann, ja, auch die geschmacklich kalt, erstmal gut. So, jetzt muss ich mir neues Wasser holen. Als nächstes ist die Star dran. Oh, auch die. So vom ersten Mundgefühl her sehr, sehr lecker. Du hast hier die saure Note, du hast wieder eine leichte Schärfe, aber nicht so extrem. Also ich würde mir eher sagen, so ein bisschen pikant ist sie. Und was mir hier dran gefällt, du merkst wirklich, die ist ganz schön fruchtig. Ja, also auch die geschmacklich kalt. Mega, kann ich mir gut auf einer Currywurst vorstellen. Dann wären wir schon bei der vorletzten, das ist die Stokes. Oh. Ja, auch hier vom Mundgefühl her, du merkst das so leichte Stückchen, das Gewürz kommt super raus, auch Curry und du merkst halt, die ist sehr, sehr tomatenlastig, weil es ist ja in Anführungsstrichen ein Tomaten-Curry. Ketchup, den man aber laut Etikett gut für Currywurst und sowas nehmen kann. Also du hast hier wirklich dieses fruchtig-tomatige, richtig lecker, kann man gar nicht glauben. Dann kommt die letzte im Bunde, das wäre dann die von VW. Ja. Ja, auch hier hast du eine schöne fruchtige Note. Die Schärfe, die kommt hinten ganz leicht. Konsistenz. Du merkst auch noch so ein paar Stückchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es von den Gewürzen ist. Aber die ist schon feiner wie die anderen. Ja, und vom Geschmack her, du merkst halt wirklich fruchtig. Du, das, was du hier riechst, dieses, wo ich eben gesagt habe, wo wir uns die Konsistenz angeguckt haben, wenn wir die Cola einkochen von der, die ich immer selber mache, da schmeckst du auch. Schöne Currynote haben sie auch. Oder hat sie auch. Ja, und ja, auch die ist nicht schlecht vom Geschmack her. Das war jetzt allerdings der kalte Versuch. Ich kann natürlich sein, weil die von Hela, wie ich eben schon gesagt habe, die sagt mir jetzt gerade erstmal so kalt gar nicht zu. Die anderen geschmacklich alle verschieden. Aber du kommst halt auf diesen Punkt, wo ich sage, du hast halt eine Currywurstsoße, die du auch so vom Geschmack her hast, wenn du die selber machst, wo eine schöne Currynote drin ist. Du hast eine Süße, eine Schärfe, dann so einen leichten säuerlichen Touch. Also das ist alles bei allen fast gleich. Aber es wird jetzt nicht sagen, die schmeckt wie die, die schmeckt wie die. Die haben alle ihren eigenen Touch, was du so von den Gewürzen her so rausschmecken kannst. Bei dem einen sticht das vor, bei dem anderen das. Dann hast du bei dem einen die Zwiebelstückchen, bei der einen wiederum nicht.
Also außer die Hiller würde ich jetzt erstmal keine sagen, die schmecken alle bläh oder die schmeckt bläh. Das ist bisher jetzt nur die, weil die riecht auch schon so. Ich weiß nicht, kann das nicht orten, was das ist. Vielleicht ändert sich das, wenn wir sie jetzt warm machen. Aber das machen wir jetzt als nächstes. Ich nehme die, mache die gerade in einem Mikro warm und dann probieren wir. Dann haben wir die von Aldi heiß gemacht und ich muss sagen, von der Konsistenz her kommt mir das so vor, als wenn die ein bisschen fester geworden ist. Die ist jetzt auch sogar so heiß, dass ich das Glas nicht anpacken kann. Dann vom Geruch, da kommen einem gleich die ganzen Aromen entgegen, also die ganzen Gewürze und das. Also man riecht die wirklich ganz gut. Aber bevor das Ganze jetzt kalt wird, nehmen wir uns was. Wenigstens vorher ein bisschen pusten. Nicht, dass der Gaumen gleich wieder Blasen hat. Oh, Bruder. Also die warm auf einer Wurst. Boah. Also was du kalt eben nicht so geschmeckt hast. Du hast die Gewürze geschmeckt, aber jetzt erwärmt. Gibt das dem Ganzen nochmal einen richtig Kick. So einen richtigen Kick, nicht richtig Kick. Also geschmacklich. Boah, Hammer. Die Süße und das Ganze, was wir im Kalten haben, bleibt erhalten. Außer beim Warmmachen, sie ist jetzt ein bisschen pastöser geworden. Und du hast halt nochmal so den vollen Kick an Gewürzgeschmack, der drin ist. Der Curry kommt richtig gut zur Geltung. Und selbst die Schärfe, die anfangs nur so leicht da war. Junge, Junge. Die nächste wäre dann die Maggi. Auch diese hier ist knalleheiß. Da konsistenztechnisch kommt mir auch so vor, als wenn die ein bisschen angedickt ist. Vielleicht liegt es aber auch an der Menge, dass vielleicht so ein bisschen Wasser, Flüssigkeit raus verdunstet ist jetzt beim Erwärmen, weil wir natürlich auch nicht so viel hier drin haben. Aber man sieht auch hier wieder diese ganzen Stückchen. Oh, und jetzt hilft nichts. Schnell im Mund damit, bevor es kalt ist. Auch hier wird gepustet. Auch hier hat es mir kalt, geschmacklich irgendwie besser gefallen. Wir haben nach wie vor dieses Mundgefühl mit Stückchen und so weiter. Aber durch das Erwärmen jetzt von den Gewürzen, da sticht irgendwas vor. Kann es nicht orten. Müsst ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr jetzt irgendwo zu viel Kreuzkümmel reingeballert habt. Diesen Schwitzgeruchgeschmack. Sage ich jetzt mal, so sticht das hier vor. Ja, aber warm. Dann würde ich sie lieber kalt nutzen. Hier, probier du mal. Also irgendwas sticht da vor. Du hast zwar nach wie vor süße Säure, alles, aber von den Gewürzen her irgendwas kommt da jetzt, was mir so gar nicht mundet. Wie ich ja eben auch schon gesagt habe, ist das natürlich wieder geschmacksabhängig, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht lecker, aber irgendwas ist da, was mich jetzt so stören würde, wo ich dann sage, oh ne, lieber nicht. So, ich nehme wieder mein Wasser, genau, dann lieber kalt und dann machen wir mal die Hela warm, vielleicht wird die ja besser. Dann haben wir hier die Hela, auch hier kommt es mir vor, als wenn die dicker geworden ist. Kann natürlich auch an der Mikro liegen, das müsste man dann gucken, wenn man so kocht, ob sie sich, aber ich sag mal, die Konsistenz ist ja jetzt erstmal egal. Das ist auf jeden Fall schön cremig, hat sich nicht viel verändert zu dem, wenn sie kalt ist. Aber jetzt kommt der zum Geschmack und ich muss sagen, dieser Geruch, wo ich gesagt habe, der so richtig penetrant ist, durchs Erwärmen hat es das jetzt nicht besser gemacht. Boah, das riecht wie, also ich möchte es wirklich nicht sagen. Ja. Also das tut mir leid, echt jetzt. Also da muss ich wirklich sagen. Oh ne. Ne, also muss ich echt sagen, ist nicht meins. Es gibt bestimmt Liebhaber, die diese Soße feiern. Also meins persönlich ist es jetzt nicht. Also auch warm. Ne, würde ich sagen, das lassen wir besser. Also wie gesagt, auch vom Geruch, das ist schon so. Wenn du das riechst, ne, das ist schon, wo du sagst, das schreckt mich ab, das ja, möchte ich so nicht essen. Die anderen, die riechen ja wenigstens nach Curry und Currywurstsoße, aber diese hier leider, ne, also wie gesagt, ganz, ganz seltsam. Jetzt nehmen wir die Devilay und dann geht's weiter. Und wenn sich einer fragt, nimmt er denn immer denselben Löffel? Nein, tut er nicht. Hier drüben liegen verschiedene. Also nicht, dass ihr denkt, ich touch jetzt hier mit jedem gleichen Löffel in jeder Soße rum, obwohl, wenn ich das hier nur probiere, wäre es egal, aber ich nehme andere. Jetzt haben wir hier die Konsistenz. Ja, auch die. Schön soßig. Was man hier jetzt schon wieder riecht, kann man das anpacken? Nein, kann man nicht.
Ja, auch diese fruchtige Note im Kombo mit dem Curry. Aber es hilft auch hier nichts. Auch die muss warm probiert werden. Dann auch hier pusten. Ja, auch hier kommt jetzt so richtig das Fruchtige. Wobei ich hierbei auch sagen muss, kalt schmeckt die. Ui, schmeckt die mir besser. Aber auch eine Schärfe hat sie wie Sau. Und die hat schon ordentlich Bums. Also kann man machen. Aber die Schärfe, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Also wer da richtig Bums drauf haben will, ohne dass er nachwürzen muss, der kann zu der greifen, weil die ist definitiv vorhanden. Also Wahnsinn. Boah. Dann kommen wir zur Star. Auch hier die Konsistenz, finde ich, sogar ein bisschen pastöser geworden. Hm. Ja, auch hier muss ich sagen, durch das die heiß gemacht wurde, haben wir hier von der Gewürzpalette her geschmacklich nochmal so den richtigen Kick. Auch hier haben wir wieder dieses süß, sauer, salzig, scharfe in Kombo richtig gut. Auch warm finde ich die besser wie kalt. Also die ist auch richtig, richtig gut. Auch der Stokes Ketchup hier schön pastös oder sämig, nenne ich es mal. Auch hier muss gepustet werden. Oh, das habe ich heute so oft gesagt. Die mich immer gerne pusten sehen, die werden das Video, glaube ich, richtig feiern. Also kalt war der ja schon lecker. Aber jetzt warm. Du hast hier wirklich einen richtig schönen, dollen Currygeschmack. Dann diese extreme Fruchtigkeit von den Tomaten, weil der halt mit, oder die halt mit frischen Tomaten gemacht wurde. Nicht nur mit Tomatenmark oder so. Oh ja. Das könnte ich jetzt löffeln wie Joghurt. Oh ja. Auch hier süß, sauer, salzig, alles da. Was mir hier fehlt, ist jetzt die Schärfe. Du schmeckst zwar den Curry, aber du hast hier jetzt keinen extremen Pfiff, wo du sagst, oh, ist scharf. Ist hier nicht der Fall. Also das als Currywurst für eine Kinder kann ich mir richtig gut, also für Kinder kann ich mir richtig gut vorstellen. Und die Erwachsenen, die dann halt Pfiff haben möchten, die müssen dann halt Curry nachmachen. Macht man ja in der Regel sowieso auf eine Currywurst. Also von daher ist das kein Fehler. Aber geschmacklich einfach mal geil. Das ist richtig schön fruchtig, lecker. Dann haben wir die letzte, das ist die VW. Und hier muss ich sagen, die Konsistenz ist sogar etwas flüssiger geworden. Ja, auch hier, wie ich ja sagte, das Fruchtige. Auch hier kommt die Currynote besser zur Geltung. Und die Schärfe, muss ich auch sagen, die legt ganz schön zu. Ja, auch die. Richtig lecker. Also die kann ich mir auch auf einer Currywurst richtig, richtig gut vorstellen. Beziehungsweise auf einer Bratwurst. Ja, also wie gesagt, Hammer. Wirklich sehr, sehr lecker. Dann haben wir die Probiererei abgeschlossen und eigentlich war es ja jetzt noch der Plan, das Ganze mit einer Wurst zu probieren. Aber die Wurst bringt einen zu hohen Eigengeschmack mit. Das heißt, das würde meinen Geschmack gegenüber der Soße verfälschen, weil ich habe ja dann den Wurstgeschmack auch noch dabei. Im Kombo mag das gut sein, kann aber auch wiederum schlecht sein. Von daher beschränken wir uns jetzt einfach nur darauf, auf die Probiererei, wie sie kalt geschmeckt haben, wie sie warm geschmeckt haben und generell vom Geschmack her. Ich werde das Ganze hier gleich benoten von 1 bis 3 und dann müsst ihr euch natürlich euer eigenes Bild machen von den Soßen, denn Geschmäcker sind nun mal verschieden. Was auch gut ist, es kann sein, die mir jetzt hier nicht geschmeckt hat, schmeckt dem anderen umso besser. Also von daher ist das jetzt nur so eine reine Empfehlung von mir, wo ich sage, die kann man ganz getrost nehmen. Denn so eine Soße muss auch ihre Daseinsberechtigung haben, denn wenn wir alle die nur selber kochen würden und es wäre kein Markt dafür da, würde sie keiner kaufen. Somit würde sie die dann auch nicht geben, sage ich mal. Klar, es gibt nichts über eine selbstgemachte Currywurstsoße, aber man kann auch mal, wenn es wirklich ratzfatz gehen muss, zu einer fertigen greifen. Und da bin ich echt begeistert von manchen, wo ich sage, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen sabbel, gucken wir uns die Benotung an. So, dann kommen wir zur Benotung. Ganz klar, mein Favorit heute war die hier. Und zwar die von Aldi, die Delicato. Die hat wirklich einen richtig guten Geschmack, ob kalt oder warm. Echt mega, hätte ich so jetzt nicht für möglich gehalten, weil ich habe eher gedacht, es ist so ein gutes Mittelding, aber ich muss echt sagen, ich bin eines Besseren belehrt worden. Geschmacklich ist die wirklich mega. Hier passt echt alles.
Und heute gibt es auch nicht nur einen ersten Platz, denn dicht gefolgt kommt hier der VW Gewürzketchup bzw. auch die Currywurstsoße. Der hier war ein Ticken besser. Also von daher gibt es jetzt zwei erste Plätze. Also die zwei kann ich euch ganz getrost empfehlen. Sind richtig gute Currywurstsoßen, die man einfach so mal für die Schnelle nehmen kann. Dann fangen wir mit dem zweiten Platz an. Da kommt dann die Stokes. Ist zwar nur ein Curry-Ketchup, aber auch geschmacklich aufgrund, weil der nur aus Tomaten besteht oder aus Tomaten gemacht wird, ohne großes Tomatenmark etc. pp. Ist der auch richtig, richtig lecker. Auch die Würze mega. Schmeckt warm und kalt perfekt. Dicht gefolgt kommt dann der Star-Ketchup. Auch der ist richtig lecker, warm wie kalt. Hat auch eine schöne fruchtige Note. Ist etwas pikanter, aber dennoch nicht so gut wie die ersten zwei. Deswegen mache ich den jetzt hier auf Platz 2. Aber er ist wirklich auch mega. Das heißt, wer hier so eine Star-Tankstelle bei sich um die Ecke hat, der sollte ihn auf jeden Fall mal testen. Also geschmacklich ist der auch mega. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen vier Soßen, würde ich immer noch zu der hier greifen, weil geschmacklich ist die für mich einfach am rundesten. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen schlecht sind. Die sind auch richtig mega. Dann haben wir auch schon Platz 3 erreicht. Da setze ich dann hier die Maggi hin. Ist kalt, geschmacklich richtig gut. Aber sobald man die warm macht, hat die, wie gesagt, diesen einen vorstechenden Geschmack. Wir haben jetzt gerade nochmal hier aufs Etikett geguckt. Also ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass das der Kreuzkümmel ist, weil der ist dann so präsent. Es gibt Leute, die mögen es nicht. Es gibt aber wiederum Leute, die finden das richtig mega. Von daher muss man halt gucken, wem passt das nicht. Weil das hier ist jetzt klar nur meine Meinung. Aber deswegen kalt, geschmacklich gut, warm wäre es auch okay, aber wie gesagt, dieses Vorstechen von diesem Kreuzkümmel finde ich persönlich dann einfach zu strange und da wird es viele andere geben, bei denen das genauso ist. Deswegen hat die dann nur leider Platz 3 geschafft. Ja, und dann habe ich ja noch die Hela, aber die setze ich mal gar nicht. Die setzen wir mal ganz nach hinten, weil wie gesagt, die geht geschmacklich für mich gar nicht. Aber klar, die gibt es im Handel und auch dafür wird es einen Markt geben. Da gibt es wahrscheinlich auch welche, die mögen die und lieben die. Bei mir ist das nicht der Fall, deswegen setze ich die jetzt mal außen vor. Also da würde ich jetzt von vornherein mal sagen, nee. Ja, und dann kommen wir nochmal zu der von Devilay. Die setze ich auch mal außer Wertung, weil das ist eigentlich nur so eine Currysoße, wo man jetzt da seine Pommes drin ditchen kann, beziehungsweise seine Chicken McNuggets oder Chicken Nuggets, wie sie heißen, oder so auf Hähnchen. Sie soll auch als Marinade super geil sein. Das werde ich demnächst mal probieren, ob man da wirklich Fleisch mit marinieren kann, ob das dann geschmacklich der Knaller wird. Deswegen hat auch so mit einer Currywurstsoße eigentlich nichts zu tun. Ich hatte sie nur dabei genommen, weil ich dachte, kann man machen. Kalt wie warm, wirklich richtig lecker, wer auf so Currysoßen steht, und kann ich wirklich nur empfehlen. Aber so mit Currywurst, ja, hat das dann wiederum nicht mehr viel zu tun. Und was man hierbei natürlich auch gleich hat, eine richtig gesunde Schärfe. Das heißt, für Kinder ist die schon mal gar nichts. Also von daher setzen wir die einfach außer Wertung. Das wären sie dann, unsere fünf Soßen, wie sie jetzt hier vor mir stehen, wo ich sage, die kann ich euch ganz getrost empfehlen. Ist für eine Currywurst richtig super. Auch mal für eine schnelle Currywurst. Ganz vorweg, wie ich ja eben schon gesagt habe, die hier von Aldi, die ist geschmacklich wirklich mega. Ich glaube, so wie die schmeckt, kann man die nicht selber nachkochen. Und so kann man sich wirklich mal eine Currywurst auf die Schnelle machen, ohne dass man da eine halbe, dreiviertel Stunde steht und sich die Soße selber kocht. Klar, selbstgemacht ist immer was anderes als fertig gekauft. So weiß man, was drin ist. Hier weiß man es teilweise nicht, weil ja draufsteht Gewürze. Ja, was sind das zum Beispiel für Gewürze? Sind das irgendwelche geschmacksverstärkenden Gewürze? Ohne dass die irgendjemand nutzt, wird es die auf dem Markt nicht geben. Deswegen braucht mir keiner kommen und sagen, sowas nimmt man nicht. Klar, für die Schnelle kann man das mal nehmen. Wer es nicht möchte, lässt es einfach sein, kocht sich seine Soße nach wie vor. Nur als Alternative finde ich das ganz gut. Und wenn man jetzt so schon mal ein grobes Bild hat, wie das Ganze schmeckt, dann fällt einem vielleicht auch der Kauf leichter, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt mal nach Aldi, hol mir die hier zum Beispiel. Oder ich gehe nach Edeka, hol mir diesen hier, weil, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, wenn es den irgendwo in Deutschland in dem Edeka gibt, ist der auch bei den anderen gelistet. Da muss man halt nur nachfragen, ob die einem das dann so besorgen können. Sollte aber in der Regel machbar sein. So, und jetzt sehen wir hier 7 Uhr. Ein paar Wolken ziehen auf und es wird schon wieder dunkel. Das heißt für uns armen Draußengriller, Videogriller, die Tage werden kürzer. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Schluss. Ihr wisst, wie die Soßen grob schmecken, welche wirklich lecker sind, wo man sagen kann, Alter, das hat Currywurst oder Imbissbuden-Feeling. Testet sie einfach alle selber. Ihr wisst, die kann ich euch empfehlen. Da macht da nichts falsch. Bei der einen hier würde ich jetzt sagen, es wird welche geben, die sie kaufen. Es wird welche geben, die wird denen schmecken. Weil hier spiegelt sich natürlich wiederum nur mein Geschmack wieder und nicht der von euch. Von daher kann es natürlich auch sein, dass die hier einem gar nicht schmeckt. Dafür schmeckt
die einem besser oder diese hier zum Beispiel. Also von daher ist das wieder so ein Geschmacksding, wo ich sage, da muss jeder selber gucken. Aber ich denke mal, so die grobe Mehrheit wird dann auch sagen, die gefällt mir gut, esse ich gerne, die nutze ich dann, wenn es schnell gehen soll. So, dann hoffe ich, der kleine Test hier hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wollt ihr noch mehr Tests sehen, könnt ihr gerne unten reinschreiben, was für welche, ob es jetzt ja, Grillfleisch, die Stars, Kohlen oder was auch immer ist, könnt ihr unten reinschreiben, gucke ich mir an, werde es dann nach für nach verfilmen, damit ihr dann auch mal so einen Überblick kriegt, was kann ich kaufen, was lasse ich besser. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann gibt es wieder was Gegrilltes und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.